Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Gear City. Wir befinden uns direkt nach der Weltwirtschaftskrise, und haben auch so einiges hier durchgemacht. Der Kleinwagen, den ich entwickelt habe, die Katze, die ist richtig gut drauf. Die hat wieder die normalen vor der Weltwirtschaftskrise Zahlen. Das ist schon ganz gut. Es könnte uns finanziell echt entgegenkommen. Was ich mal schauen will, ist, ja, okay, macht aber trotzdem noch Verluste. Da würde ich mal gucken, weil ich habe die ja jetzt relativ günstig angeboten. Die ist auch sehr nah dran an den Herstellungskosten. Normalerweise müsste ich, wenn ich nach den Herstellungskosten wieder gehe, auf 2,7 hoch. Will ich jetzt aber erstmal nicht machen. Ich will das jetzt mal so weiterführen. Weil wir ja mit den Looks auch so ähnlich drauf sind. Der ist ja auch recht nah an den Herstellungskosten. Macht aber trotzdem Gewinn. Und da will ich hier mal gucken, wie es hier sich so verläuft. So, was gab es hier alles Neues? Ach, das hatten wir schon alles gelesen. Okay. Und dann gehen wir mal wieder einen Monat vor. Uns ist dabei geblieben, also. Oh, ich muss auch die anderen anpassen. Oha, das habe ich vergessen. Suzuki hat immer noch seine Aktien. In Spanien wird gerade alles zerstört irgendwie. So, gehen wir es mal durch. Hier haben wir noch ein bisschen mehr. Oder wir gehen so rum. So, hier auf jeden Fall noch ein bisschen was. Oh, das ist zu viel. Ja, das geht. Achso, hier wollte ich ja eigentlich mal das Dingwagen mit denen vorproduzieren, ne? Ja, machen wir erstmal so weiter. Mal gucken, hier lang. Der Lux. Da ist die Nachfrage auch wieder ein bisschen gestiegen. Hier nicht, das ist aber auch nicht so dolle wild. Och. Problem ist, wenn die hier immer noch freie Produktionslinien haben, passt ja das so dämlich an. Wenn ich das hier eingebe, das ist immer ein bisschen blöd. Ah, haben wir's doch. So, der Jaguar. Der Jaguar hatte ja ordentlich zugelegt in der Nachfrage. Unser Kombi. Oh, auch der Diesel. Ah, cool. Na, oder wollte ich hin? Ja, fast. So, und hier haben wir einmal den Diesel. Was gibt's denn in der Zeitung Neues? Oha. Ach, die Hindenburg.
Okay. So, hier gibt es jetzt nichts Neues. Also, das habe ich mir ja schon angeguckt. Und dann gehen wir mal in den nächsten Monat. So, ich glaube, jetzt erholt sich alles so langsam wieder. Bis dann der Krieg kommt. So, wieder anpassen. Obwohl, hier brauchst du. Oh. Hier müsst ihr es anpassen. So, in Chicago hat sich das auch wieder ein bisschen geändert. Das mal zu treffen, ey. Ah, keine Chance. So. Der Lux. Nachfrage auch leicht gestiegen. Natürlich kriege ich das hier wohl nicht hin. Boah, das ist schon echt ein bisschen nervig. Ziehen wir jetzt halt so ein paar Dinger über. So, was haben wir hier? Okay. So, damit sind wir einmal durch. Standorte mit neuer. Ah, sehr schön. Ich finde es immer lustig, die bauen und bauen Fabriken ohne Ende. Ich glaube, Ford ist jetzt schon bei 100. 150 Fabriken. Das ist schon echt krank. So. Dann würde ich sagen, geht es dann auch einmal gleich weiter. Oha, 4 Millionen plus, das ist doch gut. Hier haben wir jetzt ein bisschen zu viel, aber das macht eigentlich nichts, weil ich würde ja sowieso, wollte es ja sowieso so machen, dass wir da einen kleinen Lagerbestand kriegen. Das würde ich jetzt erstmal so lassen, tatsächlich. Den Löwen müssen wir ein bisschen anpassen. Hier nicht. Sicherlich hier. Der Löwe, obwohl der arschteuer ist, ne, verkauft sich auch gut. Wo ich auch schon lange nicht mehr hingeschaut habe, eigentlich ist der Marktanteil.
Ah, wir haben uns wieder ein bisschen vergrößert. Wir sind jetzt auf 1, also ein Punkt. Ford ist am größten. Dann kommt Fiat. Okay, dann Peugeot, dann Duesenberg, dann General Motors, Mazda und Rio Motor Company. Dann Daimler, BMW, Rover, Nissan, Renault, Alfa. VW echt am kleinsten aktuell noch. Okay, das ist krass. Wie sieht es eigentlich mit Diesel aus? Hat der jetzt langsam ein bisschen mehr angenommen oder immer noch nicht? Ah, doch, kommt langsam in Fahrt. Ich glaube, ich bin der Einzige, der hier irgendwie einen Diesel anbietet. Aber naja, man muss ja was für die Quote tun, ne? Gut, dann geht's einmal im Monat wieder vor. Wieder 4 Millionen plus gemacht. Es läuft jetzt. Das ist doch schön. Dann können wir eigentlich langsam, aber sicher mal wieder unsere Forschung. Oh, ich muss jetzt hier ein bisschen nacharbeiten. Unsere Forschung. Oh, Lancia. Lancia ist so ein Ziel vielleicht, die ich mal aufkaufen könnte vielleicht. Also die würde ich gerne haben auf jeden Fall. Aber wenn die immer nur so wenig anbieten, dann dauert das natürlich ewig. Aber wer weiß, vielleicht geht ja auch mal, wie heißen sie? Jetzt, wo ist Lancia? Wo ist Lancia? Hier ist Lancia. Da ist denn da alles denn drin? Suzuki hält die meisten Anteile. Vielleicht geht Suzuki ja bald mal pleite, ne? Oder auch Mazda, wer weiß. Oder auch Fiat. Aber Fiat hat nicht viel. Also eher lieber Suzuki. Dann müssen die nämlich alles verkaufen und ich kann die alle aufkaufen. So der Plan. ja, genau, anpassen. Ich fange mal in Liverpool an. So, hier haben wir auch eine gestiegene Nachfrage. Chicago haben wir auch etwas gestiegene Nachfrage. Gut, da produziere ich jetzt über, das ist mir aber egal. Den Lux auch wieder ein bisschen. Lass mal so. 73, das wird auch wohl nicht gehen. Doch, 72. Perfekt. So, den Löwen. Oh, hier ist die Nachfrage ein bisschen gesunken. Kann ja auch nicht immer alles steigen. Ich will in Berlin schon immer aufhören mit anpassen, wie ich das von früher noch so drin habe. Hier ist es weniger geworden. Und hier ist weniger geworden. Ja, und dann sind wir einmal durch. Eine Forschung wollte ich noch anpassen. Genau.
Die habe ich ja auch komplett runtergesetzt. So. Und dadurch halt. Da würde ich auf jeden Fall jeder Abteilung wieder 100.000 geben. Obwohl wir eigentlich in den nächsten Jahren, was rauskommt, alles schon können. Hier würde ich ein bisschen runtergehen. So, Motorenforschung. In der Motorenforschung sind wir ziemlich weit zurück. Das heißt, hier gebe ich ein bisschen mehr aus. Hier geht es aber auch wirklich immer nur ganz langsam vorwärts. Triebe sind wir auch ganz schön zurück. Da sollten wir vielleicht mal auch mal ein bisschen mehr ausgeben. Zumindest, dass wir wieder Fortschritte machen und nicht Rückschritte. So, und die Fahrzeugforschung. Da würde ich auch ungefähr so viel machen. Na gut, vielleicht ein bisschen mehr. Ja, das können wir uns jetzt wieder leisten, dass wir ein bisschen forschen. Wenn es denn alles dabei bleibt. Ich würde halt auch gerne ein kleines Polster haben, dann für einen Weltkrieg. Das ist ja jetzt nicht mehr so lang hin. Noch 2 Jahre ungefähr, dann geht das Ding los. Oh, ich musste Steuern zahlen. Und die Nachfrage ist eingebrochen wieder so ein bisschen. Das habe ich immer gehasst. Immer wieder anpassen. Das ging mir irgendwann so auf den Keks. Ich aber ungern jetzt noch mich ja noch eine Ausbaustufe irgendwie machen. Die sollen jetzt durchhalten bis nach dem Krieg, beziehungsweise bis der Krieg beginnt, weil dann verkaufen wir nichts mehr. Oh, hier sind die Verkäufe zurückgegangen. Ordentlich. Und was ich mir angewöhnen sollte, ich sollte immer mal die Nachrichten lesen hier, weil da manchmal auch tatsächlich interessante Sachen drin stehen. Ja, ich sollte vielleicht auch auf Zuweisen klicken. So. Ja, die Verkäufe sind eigentlich überall rückläufig jetzt. Was gab es hier so Neues? Ja, das kommt immer mal wieder vor. Also ich krieg meistens nur Ablehnung. Und sie bauen mal wieder munter ihre Fabriken. Aber jetzt haben wir wieder 4 Millionen eingenommen. Und jetzt ist die Nachfrage auch wieder gestiegen. Also es ist immer so ein Hin und Her. So, Jaguar Diesel. Oh, der Diesel ist in der Nachfrage gestiegen. Genauso wie der Lux. Und die Katze.
Ist aber nicht in Europa gestiegen, sondern hier. Ist der Leopard wieder gestiegen. Wir sehen dann nächsten Monat bestimmt wieder runtersetzen kann, deswegen setze ich ihn jetzt auch mal nicht so hoch. So, der Löwe hat auch wieder zugelegt. Wird immer dicker. So. Oh, hier ist auch wieder was zerstört worden. Jetzt habe ich die wieder auf Lager, ne? Nur die Katze steigt wieder. Oh, Alpha. Wo sind die denn? Oh, 15. Hm. 10 Millionen kosten die mehr. Nee. Da warte ich, wenn, dann warte ich noch. Und wenn sie weg sind, sind sie weg. Hier habe ich übrigens auch immer nur die abgenutzten erneuert. So, jetzt muss ich hier aber mal ein bisschen anpassen. Die Auszeichnung, bester Kleinwagen weltweit. Jo, läuft doch. Die Aktien sind schon wieder weg. Das war abzusehen. Hier müssen wir jetzt nochmal anpassen, weil das so ist. Hä, ich hatte doch irgendwo hatte ich doch eine Verkäufe, oder? Hast du Verkäufe? Na gut, dann machen wir es so. Dann geht's weiter. Ups, oder? Warum ist denn viel? Ja, ist alles wieder so ein bisschen rückläufig, aber das ist mir eigentlich egal. Zack.
Oha, jetzt brechen die Verkäufer aber deutlich ein. Natürlich nicht so schön. Aber auf jeden Fall noch so anderthalb Jahre haben bis zum Krieg. Aber wie sollte es auch anders sein, ne? Es ist ja immer irgendwas. Ah, ich will keine neue Baureihe jetzt mehr fertigen. Das wäre ein bisschen Blödsinn. Sind die Bestände auch noch. Hier haben wir 155. Haben wir auch noch was auf Lager, kann ich auch so lassen. Hier passt es. Hier passt es auch. Haben wir auch noch genug auf Lager. War ich hier schon mit anpassen? Ich weiß es gar nicht. Ich weiß, wo ich mal angefangen habe. Sollte mir angewöhnen. Ich weiß, wo ich anfange. So, da geht's immer noch ab. Oh ja. Hier brechen die Verkäufe jetzt wieder ein, wie blöd. Wir hatten jetzt auf jeden Fall wieder ordentlich viel verkauft gehabt. Aber scheinbar geht jetzt doch hier alles ein bisschen zurück. Deswegen können wir hier auch nur noch deutlich weniger produzieren bzw. verkaufen. Ich fange mal in Liverpool an, dann kann ich es mir wenigstens merken. Wir haben ja so viel auf Lager, da brauche ich jetzt nicht voll produzieren. Jetzt könnte auch, oh, das ist zu wenig. Jetzt könnte auch der Punkt langsam kommen, wo wirklich meine Autos tatsächlich jetzt halt veralten. Oder veraltern. Was ich mal gucken könnte, ist auch mal in den Herstellungskosten. Wie das Verhältnis da so ist. Hier sieht es recht gut aus. Hier ist auch in Ordnung. Beim Jaguar könnte ich fast noch ein 100er runtergehen. Hier müsste ich sogar. Beim Leopard könnte ich auch ein bisschen runtergehen. Geh mal ein Huni runter. Müsste ich eigentlich deutlich runtergehen. Machen wir mal 3-3. Den Lux. Auf gar keinen Fall.
So. Preise einmal angepasst. Dann war ich hier stehen geblieben. So, dann haben wir noch Stuttgart. Stuttgart muss auch ein bisschen weniger produziert werden. Oh, viel weniger. Wir haben richtige Lagerbestände hier. Ja, auch. Somit sind wir einmal durch. Jetzt sind wir durch. Richtig. Nee. Muss mir angewöhnen, in Liverpool anzufangen. Ah nee, doch, klar, warten wir hier durch. Weil ich ja hier auf die Lagerbestände auch reagiert habe. So, dann geht's mal wieder weiter. Den Leopard, den müssen wir hochsetzen. Alles andere. Ja, lebt jetzt gerade vom Bestand. So, dann gucken wir noch mal rein. Leopard ein bisschen runtersetzen. Ein bisschen hochsetzen wieder. So. Ihn auch wieder hochsetzen. Den Löwen auf keinen Fall hochsetzen. Den Jaguar auch nicht. Jaguar brauchen wir sogar noch ein bisschen weniger. Sieht soweit alles ganz gut aus. Und hier müssen wir ein bisschen nach oben gehen. Hier werde ich jetzt mal deutlich runtergehen. Auch in Chicago geht es deutlich bergab mit der Katze. Deswegen machen wir hier noch mal weniger.
Okay, was gibt's hier Neues? Fortbaut neue Fabrik, wie immer. So, mal schauen. Jetzt haben wir doch schon mal wieder 2 Millionen eingenommen. Aber auch wieder sind unsere Sachen alle rückläufig. Jaguar haben wir mal wieder viel. So, ich würde aber sagen, wir machen hier jetzt einmal einen Cut und sehen uns hoffentlich dann in der nächsten Folge wieder zu Gear City. Und dann bedanke ich mich recht herzlich fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Thank you.